Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Bike4Ride-Zuschauer. Willkommen zu einem neuen Video. Heute unterwegs hier mit meinem guten, sonst Anglerkumpel Paddy. Wir sind sonst gemeinsam mit unseren Booten auf der Ostsee unterwegs, heute mit den Mopeden im Harz. Startpunkt ist hier der kleine malerische Ort Bad Grund. Jetzt geht's kurvig über Goslar, Altenau nach, was habe ich gesagt, Braunlage. Dort gibt es eine heiße Erbsensuppe. Ja, danke. Eine heiße Erbsensuppe bei, wie heißt der? Cookies? Bei Cookies. Im Wald auf der Lichtung. Dann geht es weiter nach St. Andreasberg, wo ich sonst im Sommer auch gerne mit Mountainbike unterwegs bin. Ja, und die Fahrt werden wir heute hier mal ein bisschen kommentieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und jetzt geht es erstmal ein bisschen zickzack fahren hier, erstmal die Reifen ein bisschen heiß kriegen. Wir haben nicht mal 5 Grad hier heute, aber es ist Ende April 2021. Wir sind heiß drauf, endlich mal wieder ein paar Kurven zu räubern. Der Winter war hart dieses Jahr. Corona hat sein Üblichstes dazu getan. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und nun geht's los. Temperatur in die Reifen kriegen hier. Ja. Ist wichtig. Ach, hast gesehen, der ist auch zu kalt. Ja. Ach, wie mir das gefehlt hat, du herrlich. Ja. Richtig gut. Schöner wäre es natürlich, wenn wir jetzt irgendwie so 25 Grad hätten oder so, um das so dick eingemummelt sein müsste. Achso, ich habe hier für unsere Zuschauer, wir sind hier beide heute mächtig mit dem Zwiebelprinzip angezogen. Also Jogginghose unter einer richtig dicken Mopedhose ist ja sowieso klar. Ich habe 2 dicke Pullis an. Einer mit so einem Stehkragen, damit er zwischen Hals und Jacke noch durch kann. Oh, da ist der Seitenstrich gerade ein bisschen schmierig geworden unterm Rad. Yeah. Ich habe noch, weil ich dachte, dass es vielleicht gar nicht so kalt wird hier heute, habe ich noch die Sommerhandschuhe mitgenommen, aber die habe ich getrost im Auto gelassen. Es ist 10.52 Uhr, wir haben nicht mal 5 Grad Tagestoptemperatur, sind mit 10 Grad angekündigt. Da brauche ich, weiß Gott, keine Sommerhandschuhe, alter Schwede. Zumal meine Winterhandschuhe, ihr seht sie hier auf der Kamera, voll protektioniert sind, auch noch mehr Sicherheit bieten. Gerade in so einem kurvigen Bereich wie hier dem Harz. Wie viele Kilometer habt ihr denn dieses Jahr schon runtergespult? Ich meine, die Saison hat ja gerade erst angefangen. Ich kann schon fast 2000 Kilometer mein eigen nennen. Das hat natürlich auch den Grund, dass wir das, ich glaube, zweite Februarwochenende schon mit unfassbar geilem Wetter hatten, wo wir schon an die 20 Grad hatten. Da war ja ganz Deutschland auf 2 Rädern, so sie denn angemeldet waren. Ja. Alle anderen haben Ausmalbilder zu Hause auf dem Wohnzimmertisch gehabt. Ja, bei mir sind es jetzt sage und schreibe plus die 14 Kilometer vom Abholen des Motorrads, so vielleicht 30 Kilometer diese Saison. Ja, siehst du, da habe ich ja nur 1970 vor. Genau. Teddy will dieses Jahr auch richtig angasen. Der hat sich mit seinem Freund Timo, dem das Motorrad gehört, auf dem er fährt, so ein Cycle-Sharing-Abkommen getroffen. Dafür hat er sich extra für die heutige Ausfahrt das Sena gekauft und auch einen neuen Helm. Die Lederkombi hat er noch aus seinen alten CBR-Zeiten. CBR, Fireblade, genau, SC57. Ja, genau, bestes Moped. Die ist auch frisch geölt worden. Und dieses Jahr wollen wir ein bisschen angasen, wir beide. Letztes Jahr hat er verschiedene private Projekte gehabt, weswegen er nicht so regelmäßig auf den Bock gekommen ist.
Und das soll sich dieses Jahr aber ändern. Genau. Ja, dann können wir auch mal ein familienübergreifendes Treffen machen. Denn ab August wird ja auch mein dann 16-jähriger Sohn sehr wahrscheinlich mit seiner sehr geilen mattschwarzen YZFR joinen und uns dann hoffentlich begleiten. Der ist schon ganz heiß. Aber dann müssen wir uns nochmal eine Lösung für einen zweiten Trailer für dich überlegen, Paddy, ne? Ja. Weil mein Trailer ist ja dann schon voll mit Familienfahrzeugen. Ja, du hast ja noch einen Anhänger, da können wir ja einfach. Ja, du meinst den Anhänger einfach reinschieben. Ja, genau. Ja, toll, da musst du aber vorher zu mir kommen, den abholen. Ja, das ist das kleinste Hindernis. Na komm ey, du. Ja, Paddy wohnt 75 Kilometer von mir entfernt, das ist jetzt auch kein Katzensprung. Ah, die Landschaft, ne? Wie habe ich das vermisst, ey. Ah, wie geil wäre das, wenn jetzt noch alles grün wäre. Also jetzt mal von den zerfressenen Tannen abgesehen, die werden nicht mehr grün. Aber wenn auch alle anderen Bäume, hier die Birken und andere Laubbäume, die es hier noch gibt und auch das Gras so ein bisschen grüner wäre. Ja. Aber in 1 bis 2 Monaten ist auch das wieder der Fall. Ach was, so lange dauert das gar nicht. Mitte Mai, so in 3 Wochen, sieht das hier ganz anders aus. Rechts zu uns ist, glaube ich, die innerste, ne? Innerste Talsperre? Nee, der Fluss hier heißt innerste. Ach so. Oder Bach, wohlgemerkt. Alter, keine Ahnung, Mann. Geradeaus durch, ne? Ja, ja. Ah, nein, stopp, links. Das andere geradeaus durch. Entschuldigung, ich habe überhaupt nicht aufs Navi geguckt. Gut. Ich habe mich nur auf das schöne Kurvenschild gefreut und dachte, ja, da geht's sicher weiter. Ja, ja, aber wir fahren jetzt andere Kurven, auch zu schönen Kurven. Die kurvigen Kurven. Ah, ich bin vom Senna begeistert, ey. Keine Motorgeräusche, ich höre von dir nichts. Ich höre manchmal deine Motorgeräusche, was ich total geil finde, aber immer nur dann, wenn du richtig Gas gibst. Ja. Das ist cool. Oh, schöne Kurve hier. Herrlich. Wow. Das war wieder der Mittelstreifen und der schmierige Hinterreifen. Das ist geil. Habt's gesehen. Aber Mittelstreifen ist ja auch alles andere als die Ideallinie. Ne? Das soll man ja auch nicht. Das lernt man genau. In der Fahrschule. Genau. Boah, guckt euch das an, ey. Das geht doch gar nicht. Alter Schwede. So, gut. Dann gib Stulle. Und abgewürgt. Und abgewürgt. Er ist der Abwürger. Ja, geiler Sound. Jetzt kommt eine richtig geile Kurve. Eine richtig schöne Kehre, du. Okay, laut deinem Navi. Ja. Ah, aber rechts rum leider. Ja. Rechts rum hat Paddy freie Werbefläche auf seinem Reifen. Wer Interesse hat an der Reifenwerbung, kann mich gerne kontaktieren, dann stelle ich den Kontakt zu Patrick her. Ah, jetzt höre ich deinen Motor ein bisschen. Schön. Ist knattert. Ich habe den Eindruck, dass meine Lautsprecher auch ein bisschen lauter geworden sind. Ja. Ich fahre die jetzt circa ein Jahr. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass in der letzten Woche da irgendwas passiert ist. Die Watte hat sich endlich mal ein bisschen verabschiedet. Ja, vielleicht. Kann schon sein. Also ich nenne sie ja bewusst auch Lautsprecher, nicht Auspuffanlagen. Ach so. Fix entgegengekommen. Ja, aber du, ich glaube, die sehen das nicht das erste Mal. Sicher nicht. Bestimmt auch heute nicht zum ersten Mal. Genau. Einer, wo ich gerade die beiden alten Damen da gesehen habe, wo die eine Maske trug, einer meiner Facebook-Kontakte hat gestern ein schönes Bild veröffentlicht mit dem Idioten des Tages. Einer, der im Auto alleine saß
mit Maske, aber im offenen Cabrio. Ja, man weiß ja nie, was für Viren angeflogen kommen. Ne? Nee. Ja, so, jetzt bin ich aber auch gut gesättigt mit einem ordentlichen Batzen Erbsensuppe. Eddie und ich waren jetzt bei Cookies in der Nähe von Elend. Ja, der Ort heißt wirklich so. Cookies ist eine Firma, die Erbsensuppe aus der Gulaschkanone verkauft. Sehr gut gemacht, sehr lecker, mit einer richtig geilen Wurst drin. Sehr gut. Für 5,50 Euro auch erschwinglich. Auf dem Weg dorthin haben wir es aufgrund einer Abkürzung ein bisschen krachen lassen. Wir mussten Zeit gewinnen. Ah, Abkürzung, was sage ich denn? Aufgrund einer Sperrung an der Straße mussten wir ein bisschen Gas geben, weil wir hier in Elend mit jemandem zum Tachsagen verabredet waren. Und da hat mich die Polizei rauswinken wollen, ist winkenderweise ein Polizist auf die Straße gesprungen und hat mir gestikuliert, dass ich mal rechts ranfahren soll, weil ich total verpeilt war und es war auch keine Möglichkeit und es waren auch 200 Meter weiter kein Empfangskommando. Bin ich einfach weitergefahren. So, da war natürlich das Adrenalin im Blut ordentlich vorhanden und naja, nun haben wir ein bisschen langsamer gemacht. Das war doch irgendwie ein Dämpfer. Die Polizei muss natürlich Präsenz hier im Harz zeigen. Und ich weiß auch aus Berichterstattung, dass die mehrmals am Tag auch ihre Standpunkte wechseln. Und da wird von Hängen herab gelasert. Da war so ein Überholmanöver, was vielleicht nicht so ganz, wie nennt es sich, verkehrszulassungsordnungskonform war. Bus von vorne. Ja, alles gut. Bin schon vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dass die mich da gelasert haben. Ja. Und dann per Funk weitergegeben haben. Hol mal die Olle Varadero da raus. Aber ich bin einfach weitergefahren. Ich fühle mich jetzt so als Outlaw. Die haben das einfach versäumt, dich da rauszuholen. Ne? Ich würde sagen, das haben die selber verkackt. Ja. Hier müssen wir wieder abbügeln. Oder geht es hier auch nach Braunlage? Im Harz geht es ja irgendwie alles nach Braunlage, aber hier ist wenigstens nicht angeschrieben. Na hier, Braunlage. Ab durch Elend. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas auch schon mal passiert ist. Ob ihr einfach eine Polizeikontrolle verkackt habt und überfahren habt sozusagen. Oder ob ihr schon mal rausgeholt worden seid. Bei mir ist es jetzt das erste Mal. Aber gut, ich fahre auch erst wieder seit letztem Jahr. Und vor allen Dingen schreibt mal in die Kommentare, was die Beanstandung bzw. der Grund des Rausholens bei euch war. Ob es einfach nur im Rahmen einer Routinekontrolle war oder ob es konkrete Beanstandungen waren. Würde mich mal interessieren. Mit Salz hier, du Wahnsinn. Übel. Aber auch übel schlecht die Straße, ne? Ja, ja, die ist schon schlecht, das stimmt. Boah. Really cool. Love it. Meter über normal Null. Ah, wieder. Kurve. Ah, den kriege ich nicht vor der Kurve, das ist scheiße. In der Kurve überholen, Bock nur mit guter guter Straßenbelag. Ja, sieh mich auch. Wie sieht's aus vorne? Ja, alles frei. Alles frei. Danke. Kein Gegenverkehr. Man hört das gut scheppern bei dir. Wie bitte? Ich sagte, man hört die Schlachtlöcher gut scheppern bei dir. Ja? Ja. Wieso? Was? Im Headset?
So, liebe Zuschauer, das war's. Der Tag im Harz ist vorbei. Wir ziehen uns jetzt erstmal um, laden die Bikes auf und dann geht's gern Heimat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo, freundlichen Kommentar da, wie auch immer. Und würde mich freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet. Vielen Dank, bye bye.